Da lag doch eben was. Offensichtlich nur leere Pappschachteln. Hier steht ein Hubwagen. Ja, hier hat wohl einer einen Generator hingestellt. Was sind wir hier? Ich denke mal, dass das Blut ist. Ah, Schmerzmittel, das ist schon mal ganz gut. Das nehmen wir auch mal direkt. Und schließlich 5 Stück mittlerweile. Ich werde die Energie nur so weit füllen, wie nötig, um einfach Ressourcen auch zu sparen. Damit wir später eventuell zum Beispiel, um die Ausdauerkapazität zu erhöhen, einfach dann so eine Konserve essen können. Steht da noch was? Das ist nur ein Lichtschein hier. Da hinten geht's raus. Jetzt mal um die Ecke gucken. Ja, das war's hier. Und durch das nächste Tor kommen wir auch wieder unserem Ziel, dieses Care-Paket zu finden, etwas näher. Oh, du. Kacke, es gibt harte Gegner und weniger harte. Töten Sie zuerst die schwierigen Gegner, dann ergeben sich die anderen. Der einzige Waffenziel. Hey, no more messing around. Okay, let's talk this over, okay? Okay. Ja, zwei sehen gleich aus, er sieht ein bisschen harter aus hier links. Ja, er gibt auf, er auch. Schlagen sie beide nieder, können sich dann um ihren Chef kümmern, wenn sie wieder zur Besinnung kommen, wenn sie das auch wollen. Ich meine, vielleicht überlebt das ja auch nicht. Ah, wieder eine kritische Situation, also... Merke, die Typen hier mit der Glatze, die sind auf jeden Fall härter als die mit Haare. Sind sozusagen die Anführer. Und dann geht es hier auch schon wieder weiter. Und wir öffnen das Tor. Hopp. Und... Gott, jetzt stehen wir im Dunkeln. Ich will gar nicht wissen, was jetzt auf uns wartet. Wieder ein Generator. Und bestimmt auch wieder irgendwo Gegner, die sich hier... zu Hause fühlen. Ich kann gar nicht verstehen, dass die sich hier in so einem Dreckloch an Kletterhaken. Okay. Dass die sich in so einem Dreckloch da wohlfühlen. Ich meine, da ist die Mall doch deutlich angenehmer. In der Mall sind die Leute auch friedlicher. Da drüben auf dem Aufzug ist auch was. Da unten ist auch was. Das sieht sogar aus wie ein Erste-Hilfe-Paket. Das sollten wir auf jeden Fall holen. Also ist hier wahrscheinlich erstmal die Zone zum Einsammeln. Crate's pretty high up. Okay, und wir müssen da ganz nach oben. Oh mein Gott. Da haben wir jetzt nochmal richtig die Brille an. So, also auf dem Ding, und hier ist auch was. Ich springe hier eben einmal rüber. Wie es aussieht, können wir hier uns an dem Rohr abseilen. Und nur hoffen, dass wir... wir brauchen... so oder so den Klettersprung, das zweimal. Und nochmal, aber es geht hier immerhin um ein Erste-Hilfe-Paket, also nicht um irgendeinen kleinen Schwachfug, sondern einen ganzen Erste-Hilfe-Kasten. Der hat uns eben schon mal den Hintern gerettet. Und hier geht's ein bisschen einfacher wieder zurück. Gut, gibt immer einen harten Weg für die Harten und einen zarten Weg für die weniger Harten. Und einmal hoch. So, und dann war da drüben auch noch was. Und sonst gibt es hier anscheinend nichts mehr. Außer, dass wir hier an diesem... ach du Gott. Diesem Ding hochklettern müssen, oder? Geht's hier rein? Wahrscheinlich nicht. Kann er sich hier irgendwie festhalten? Irgendwie hochklettern? 2 Kanister finden, um Aufzug zu aktivieren. Das machen wir doch mal. Klingt auf jeden Fall recht plausibel. Hier geht's hoch. Ich will erstmal hier den... da geht's hoch. Irgendwie will ich an den Gegenstand kommen, der auf dem Aufzug liegt. Aber natürlich sollen wir auch nicht unser momentanes Hauptziel, die 2 Kanister Benzin für den Aufzug, aus den Augen verlieren. Wie
geht es hier weiter? Looters will be shot. Steht hier wieder. Nur irgendwie bin ich ja kein Looter. Ich meine, nicht in diesem Sinne. Aber trotzdem schießen sie. So. Was haben wir denn hier? Wieder eine Wasserflasche. Sehr schön. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Denn ich denke, hier wird noch eine richtig böse Kletter-Action auf uns warten. Ich sehe gerade hier rüber. Und dann kommen wir da oben hin und da leuchtet es auch schon. Okay. Kümmern wir uns zuerst drum, würde ich sagen. Oho. Und hoch, habe ich gesagt. Hoch. So, jetzt wird es hier spannend. Einmal hier. Dann einmal hier. Mal hoch. Können wir mal kurz einen Blick riskieren, aber hier gibt es... Da drüben ist auch noch was. Und wir haben... Ja, den ersten Kanister haben wir schon mal. Das ist doch schon mal klasse. Aber da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr hoch. Hm. Okay, das heißt, wir müssen da. Oh Gott. Oder wir müssten hier. Was auch nicht besser ist. Ich weiß auch nicht, ab wann es Sturzschaden gibt. Hm. Ah, das ist ja cool. Okay, jetzt müssen wir leider hier runter. Na komm. Und ein Klettersprung muss sein. Und wir können noch mal kurz hinabsteigen. Hier unten ist ein... Oh ne, geht nicht. Shit. Jetzt aber schnell. Rum um die Ecke. Da unten waren ganz viele Gegenstände. Da will ich auf jeden Fall noch mal hin. Okay, hier. Das ist eine etwas einfachere Übung, möchte ich es mal für. Also zumindest für die Verhältnisse unseres Protagonisten eine einfache Übung. Ich hätte jetzt schon. Das hätte ich uns auch noch fast getötet. Schmerzmittel. Okay. Ja, da unten sind etliche Gegenstände. Wir müssen mal darüber und dann. Okay. Ja, das ist machbar. Definitiv machbar. Aber du musst doch klettern, mein Freund. Du musst klettern. Hoch mit dir. Ein richtiger Superathlet. Und hoch. Okay, und jetzt müssen wir hier einmal runter. Rum. Nochmal runter. Der Vorteil ist natürlich, wir kommen auf jeden Fall wieder hoch. Die eine oder die andere Art. You loot, we shoot. Haben wir hier nochmal stehen. Wir haben zwei Kanister gefunden, aber wir haben auch noch mehr Kletterhaken. Und Gedöns und sollen jetzt zum Aufzug zurückkehren. Ja, der Eigentümer dieser ganzen Gegenstände wird wahrscheinlich nicht sehr begeistert darüber jetzt sein. Aber... Ändern können wir es nicht. Jeder ist sich hier selbst der Nächste in dieser Zeit. Wir gehen einmal hier rüber. Also. Ja, sauber. Ja, wir hoffen einfach, dass der Eigentümer des Ganzen nicht mehr unter den Lebenden weilt. Dann stört er sich sicherlich auch nicht mehr dran. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu dem Aufzug finden wieder. Hier vielleicht. Ach, da kommen wir lang. Sehr schön. So, zwei Kanister haben wir gefunden. Wir haben noch Schmerzmittel und noch Kram. Ach, schön. No way I can drop auf dem Aufzug. Na. Runner. Nur auf dem Aufzug den Gegenstand. Das verrecken nicht, ne? Vielleicht, wenn wir oben sind. So. Wir brauchen zwei Kanister, um hier den Generator zu starten. Ja, und das sieht mir irgendwie aus wie eine Konserve. Ich nehme mal die Kamera ein bisschen hoch, damit wir hier ein bisschen was sehen. Oh Gott. Oh.
Hier geht es nicht weiter. Ja, also gut gemacht, ne? Klasse. Jetzt hängen wir hier am Arsch der Welt. Hier geht's raus. Und wir gucken hier. Hier ist vorbei. Okay. Ja, dann jetzt mal alle, die nicht schwindelfrei sind, bitte ausmachen. Jetzt wird's ein bisschen eklig. Oh Gott. Himmel, Himmel, Himmel. Nein, Hochzeit so. Und wir werden jetzt hier links einen Klettersprung ansetzen müssen. Wir haben keine Möglichkeit, uns hier auszuruhen. Wir haben zwei Kletterhaken. Das war's aber auch schon. Da oben müssen wir hin. Ich werde den Kletterhaken jetzt nochmal setzen. R2, okay. Wir können den bestimmt nochmal gebrauchen hier an der Stelle. Und machen einen Klettersprung nochmal. Hier gibt es anscheinend nur eine Wasserflasche. Nee. Shit. Scheiße. It looks like it's been damaged. Die Kiste sieht beschädigt aus. Ja, und wir haben noch 10 Stockwerke oder so vor uns. Also, das ist kein leichtes Unterfangen. Ich hoffe jetzt, der Kletterhaken ist noch da. Und hier oben war auch noch was. Ich habe das auf der Kante nie gesehen. Allerdings kommen wir hier nicht ran. Eben als wir hier hochgeguckt haben, da lag da auf der Kante hier oben war was. Kann auch sein, dass das jetzt auch weg ist. Okay, wir sollen wahrscheinlich hier oben lang. Dann können wir hier runterrutschen, um den Gegenstand mitzunehmen, der da liegt. Aber wir können hier jetzt erstmal runterklettern. Wie es schaut, um hier den Gegenstand von dem Aufzugs von der Aufzugskabine zu bergen. Und dann hier wieder rüber. Ah, und unser Kragen ist noch da. Den können wir jetzt natürlich super gebrauchen. Hopp, springen, geht nicht. Mal in Höhe. Ja, den haben wir da, glaube ich, ganz gut hingesetzt. Und einmal rüber. Komm, Kollege, hoch, hoch. Ja, wir machen jetzt. Das ist doch schon wieder scheiße, ist das. Soda-Getränk, Wasserflasche erhöht. Ausdauer und die Ausdauerkapazität. Da können wir wenigstens den Verlust wieder kompensieren, aber super ärgerlich ist es allemal. So. Also, na, es ärgert mich. Es ärgert mich jetzt super. Mann. So, und anscheinend müssen wir hier hoch. Und jetzt hier rüber. Ja, wie das Äffchen an der Wand entlang. Es ist jetzt auch nicht so, dass man da. So. Scheiße. Und wir sind wieder auf der Kabine. Ja, anscheinend müssen wir uns jetzt hier irgendwie einen Weg. Ach du Gott. Jetzt haben wir Spaß. Also, spätestens jetzt haben wir den Hut auf. Und so. Ja, jetzt müssen wir uns da an diesen schönen spitzen Eisenstäben, Stahlstäben müssen wir uns jetzt vorbeidrücken. Da oben war auch noch was. Gerade nochmal gucken. Gehen wir da hin? Nee. Also die Steuerung ist hier manchmal, ne? Ich will jetzt nicht mich beschweren, aber schön geht anders. Aber so nicht hin. Mal gucken, wie wir an den Gegenstand da kommen, der da oben liegt. Erstmal jetzt hier die wichtige Arbeit. May ist ja immer noch hier am einmal so beim Rutschen. R1 gedrückt halten und dann
Und wir rollen und rollen nochmal. Jetzt hängen wir hier am. Gutes Wort. That was close. Super. Jetzt aber hier hoch. Geht's hier hoch? Wunderbar. Jetzt schnell mein Freund. Ah. Kletterhaken. Und wir setzen noch eine Wasserflasche ein, um unsere Ausdauer mal wieder anzuheben. So, da oben liegt ein Gegenstand.